Wenn Sie einmal die Szene beschreiben in Flandern, also an der Front, ja? Ja. Was ist das für ein Gas, das da verschossen wird? Das ist heute noch strittig. Hitler selbst ging davon aus, es sei Senfgas gewesen. Lost. Und ja, Lostgas wird auch genannt. Und ein Gas, das besonders schwere Schäden an den Augen offenbar hervorgerufen hat, wenn es direkt oder in verdampfter Form die Haut berührt hat. Warum heißt das Gelbkreuz? Das deswegen, weil dieses Gas als Artilleriegeschoss auch verwendet worden ist und die dementsprechenden Granaten hatten ein gelbes Kreuz. Damit man sie erkennen damit kann. Damit man sie erkennt. Es war da gar nichts als eine praktische Bezeichnung. Und Lost heißt nach dem Ingenieur Lommel? Lommel und Steinkopf. Steinkopf. Ja, Steinkopf, ja. Nicht? Ja. Genau. Abgekürzt Lost. Und das ist eines der übelsten, ja, also für Menschen, für menschliche Haut, ja, ja, für Gewebe und für die Augen. Ja, ja. Eines der übelsten Gasformen. Ja, ja. Es konnte also. Es war in der Form nach der Herstellung eine zähflüssige, bräunliche Flüssigkeit, ja. Und wenn es aus Granaten verschossen wurde, dann wurde es als diese Flüssigkeit in die Granate abgefüllt. Aber beim Explodieren der Granate zerstäubte das dann in Dampfform. Und winzige Partikel davon können schon blind machen. Ja, 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 können also in der festen Form ein Stecknadelkopf, großer oder kleinerer, kleineres Partikel konnte Blindheit herbeiführen. Hitler war zu dem Zeit Meldegänger im Stab eines bayerischen Regiments. Ja, ja. Nummer 16, Regiment List nach dem ersten Kommandeur, war ein Reserveregiment. Es gibt hier jetzt eine ganz entscheidende Situation für Hitlers Leben, so wie Sie es beschreiben, ja, zwischen dem 10. und 13. November. Ja. Jetzt ist ein Marinestabsarzt, ja, Edmund Forster, ja, späterer Professor, ja, der findet Interesse an diesem Patienten. Ja. Ein Patient, der nachts nicht schlafen kann. Hitler konnte nachts nicht schlafen, ja, im Lazarett. Ein Patient, der behauptet, er sei blind. Der Stabsarzt, ja, bezweifelt, ja, das. Ja? Ich denke, ja, ja. Und jetzt macht dieser Forster eine interessante Maßnahme, ja, die damals in der Psychologie, er ist ja kein Augenarzt, er ist, mhm, ja, ein Psychologe. Ja, ja, unter anderem. Ja, er ist Militärarzt. Ja, ja, für, ja, alles zuständig, aber besonders auch, er kommt von der Psychiatrie. Ja, ja. Und der versucht jetzt eine Hypnose an Hitler. Ja, ja, ja. Wenn Sie das einmal beschreiben. Ja, das geht nun wohl zurück, auch bis zu dem Buch von Lewis hier. Hm. Der ergibt, die Lektüre ergibt nämlich eine gewisse Einheit. Und zwar beschreibt Lewis ja auch einen derjenigen Militärärzte, die schon sehr frühzeitig auf Soldaten, die verdächtig waren, Simulationen zu treiben, angewendet worden sind, und zwar unter besonderem Appell an die militärischen Ideale der damaligen Zeit. Das waren eben Pflichtbewusstsein, Treue, Aufopferungswillen. Und man fasste solche Leute, die, von denen man meinte, dass man eine, nichts weiter als eine Hysterie und ein Simulationsbedürfnis, die also
nennen wir es mal ganz kurz, die Schnauze voll hatten von der Front, wie man die zu behandeln hat, um an ihre Pflichten sie wieder hinzuführen, das ist schon sehr interessant gewesen. Und da hat, schreibt Lewis, den Namen eines solchen Arztes, der diese Art von Behandlung von simulationsverdächtigen Leuten publik gemacht hat. Und Forster, ohne dieses Buch zu kennen irgendwie oder von dem Mann irgendetwas gewusst zu haben, Forster beschreibt ja, dass diese Art von Neurose oder ja, nennen wir es ruhig so, von psychischer Schädigung bei Hitler nicht vorgelegen habe, denn Hitler habe von vornherein immer wieder betont sehen zu wollen, um zurück an die Front zu kehren. Hitler war also kein Drückeberger und war auch kein Simulant. Er war ein Mann, der seine Heimat verloren hatte und diese Heimat, die zweite Heimat, in seinem Regiment fand. Wir haben ja praktisch zwei Vorgänge, die in Frage stehen. Hitler selbst schildert ja auch beide. Er schildert einmal den Gasangriff bei Werwick bis zu seiner Behandlung auf Nummer 53. Und Nummer 53, aber bei seiner Untersuchung kommt lediglich zu dem Ergebnis, dass allenfalls eine geringgradige Konjunktivitis stattgefunden habe. Das ist eine Bindehautreizung, die es damals sehr oft gegeben hat und die aber eben sehr schnell dann auch wieder abgeklungen ist. Nicht also der Verdacht, dass es so gewesen ist, hat bei mir schon vorgelegen, bevor ich das Buch von Lewis kannte. Und das Buch von Lewis hat mich darin bestätigt. Dieser erste Vorfall, den Hitler beschreibt, ist also entweder eine ganz minimale Schädigung durch Gas, wobei offen steht, ob es das Gelbkreuzgas oder, wie Lewis behauptet, das Chloringas, das eine Wirkung etwas geringfügiger ist. Auf jeden Fall. Und dann gibt es eine zweite Erblindung. Jawohl. Auf die Nachricht hin vom deutschen Waffenstillstand vom 9. November. Hitler schreibt ja, dass er nach der Anlieferung, warum er nach Pasewalk auf so große Entfernung in ein ganz bestimmtes Lazarett eingewiesen worden ist, verschweigt er ja, spricht darüber nicht. Und er beschreibt aber, dass auf der Fahrt, man hätte niemals einen voll erblindeten Soldaten auf eine fünftägige Eisenbahnfahrt in einem primitiven Lazarett zugeschickt. Das wäre einfach nicht möglich gewesen. Und die fünf Kameraden, die man von ihm getrennt hat, sind ja auch in unmittelbarer Nähe der Stelle eingewiesen worden, wo sie verwundet oder eben erblindet worden sind. Nur Hitler nicht. Hitler 600-700 Kilometer nordwärts nach Pommern. Und das war das Entscheidende. Und der zweite Anfall, die zweite Erblindung, die fand dann dort oben statt, und zwar aus dem ganz eindeutig fixierbaren Anlass heraus, als man ihn mitteilte, dass der Krieg verloren ist, Deutschland kapitulieren müsste und eine neue Zeit im Anfang anfing. Und da erlitt Hitler eine Entlassungshysterie. Das war also eine psychiatrisch damals bereits weitgehend erfasste Erscheinung, die viele Soldaten hatten, die gerade in ihren Einheiten ihre Heimat gesehen haben. Und, ich werde aus meinem Schicksal entlassen. Ich bin verbannt aus meinem Leben, sozusagen, als Empfindung. Gewiss, ja.
Nicht? Und diese Erblindungen waren hysterischer Natur. Aber dass er glaubt, dass er nichts sieht, dass er jetzt... Ja, es sah wohl auch wirklich nichts dann, als das losging. Ja. Denn der Drang nach der Macht ist weder in der Vorkriegszeit entstanden, noch in der Kriegszeit. Denn in der Kriegszeit war er ausschließlich Untergebener, ein sehr pflichtbewusster Untergebener, offenbar auch ein sehr mutiger Untergebener, der gefährliche Aufträge gerne und vor allem auch für andere offenbar ausgeführt hat, also ein brauchbarer, guter, zuverlässiger Untergebener, aber keine Führerpersönlichkeit, die irgendwelche weiteren Ausblicke gehabt hätte. Deswegen muss ich ihm auch überlegen, wieso ist Hitler dem aufgefallen, dem Stabsarzt Forster? Wohl vielleicht deswegen, dass Forster sich über ihn nicht ganz schlüssig werden konnte. Dass er nicht ganz genau wusste, wo er ihn hintun muss. Er hat sich ja wohl intensiv damit beschäftigt, ob Hitler ein Simulant ist oder keiner. Und er scheint auch, jedenfalls ergibt die Lektüre der niedergelegten Aussagen dazu, er scheint auch ganz unterschiedliche Erscheinungsformen bei Hitler heute so, morgen anders, also nicht in einer Linie, ich bin ein blinder Gasgeschädigter, sondern heute komme ich mir selber so vor, morgen anders. Und dass diese Unterschiedlichkeit in seinem Auftreten den Arzt gereizt hat. Natürlich denke ich mir auch, dass Forster schon vor seinem Einsatz als Militärarzt Erfahrungen gesammelt hat und bei seiner Tätigkeit in dem Marinelazarett in Brügge ja auch. Da war er der Leiter der Nervenabteilung. Und wenn Sie jetzt einmal beschreiben, das sind ja wenige Tage eigentlich. Ja, am 14. November wird Forster entlassen und nach Berlin berufen. Ja. Es ist eine Situation nach dem 9. November des Aufstands. Das heißt, auch im Lazarett ist ein Stabsarzt nicht mehr sicher. Ja, und vor allem ein solcher Stabsarzt, nicht? Von der Marine ging damals ja die Revolution der Mannschaft gegen die Autorität der Offiziere aus. Und Marineoffiziere und sicher auch Marineärzte waren unliebsame Personen in den rückwärtigen Einrichtungen, wo die Revolution damals um sich griff. Also Forster hatte sicher Bedenken wegen Angriffen auf seine eigene Person. Und jetzt zwischen dem 10. und dem 13. oder 12. in den Nächten, hat er Hitler behandelt. Ja. In Form einer indirekten Hypnose und einer direkten Hypnose. Ja. Zusammengekoppelt, ja. Ein Hypnotiseur macht ja nicht seinen Willen in diesen anderen Menschen, in den Patienten hinein, sondern er verknüpft Kräfte, die in diesen Patienten sind. Das ist die ursprüngliche Form der Hypnose, ja. Wie ein Alchemist. Die Form, die man sich als Laie gewöhnlich vorstellt, ich sitze als Hypnotiseur jetzt jemand gegenüber und hypnotisiere ihn, dass er morden muss. Die gibt's gar nicht, nicht? Es ist wirklich so, dass die Hilfe aus der Motivierung, Erneuerung und Auffrischung der eigenen Seelenkräfte
Und einer Verbindung von Seelenteilen, die in der Person selber nicht zusammenfinden. Ja, sicherlich. Und vor allem in der Verbindung zwischen Seelenteilen des Arztes und des Patienten. Eine Voraussetzung dafür. Der Arzt leiht ein Stück Seelenteil aus. Wenn Sie das einmal weiter verfolgen, also nach dem, was Lewis sagt, der englische Autor, was Frau Beitinger, die Psychologin ist, sagt, was in dem Dokument von Herrn Weiß steht, der mit Herrn Forster gesprochen hat, dem damaligen Stabsarzt, und was Sie recherchiert haben, da ergibt sich ja, dass hier eine sehr kunstvolle Hypnose stattgefunden hat, die jetzt mehrere Eigenschaften von Hitler, die vorher schon da sind, so zuspitzt, so kombiniert, dass ein neuer Impuls, ein neuer Mensch, eigentlich ein Mensch in Trance entsteht. Das war Forsters Absicht, ja. Und ich komme nochmal zurück auf die Frage, was denn Professor Forster an seinem Patienten Hitler besonders interessiert hat. Wahrscheinlich seine eigene Situation. Die Reproduktion der eigenen seelischen Zustände bei Forster auf Hitler. Ich sehe ja auch eine gewisse, sehr wichtige Verbindung zwischen Forster und Hitler, merkwürdigerweise auf einer militärischen Auszeichnung, nämlich auf dem Vorhandensein des Eisernen Kreuzes der ersten Klasse, das im Ersten Weltkrieg ja sehr selten verliehen worden ist und das eigentlich, wenn alles mit rechten Dingen zugegangen wäre, weder der Gefreite Hitler noch der Marinestabsarzt und Leiter einer Nervenabteilung eines Kriegslazaretts hätte haben dürfen. Na, dürfen will ich gar nicht sagen, warum nicht, aber dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass zwei Inhaber dieser Auszeichnung in einer solchen Position zwischen als Meldegänger als Arzt, aber als, nicht als, als Mensch, der an der Front tätig ist. Ja, genau. Dass sich diese beiden da getroffen haben, auch in ihren in ihrem Stolz. Es war natürlich der Militärarzt war stolz darauf, das Eiserne Kreuz der ersten Klasse zu haben. Und der Gefreite, der da vorne im Dreck seine Pflicht getan hat, auch. Und jetzt entwickelt hier der Psychologe, der Militärarzt, gemeinsam mit dem Patienten Hitler, eine Vorstellung, eine Art Übermensch steckt in dem Patienten, also in Hitler. Ja, ja. Ein Mensch, der, wenn er nur will, auch sehen kann. Ja. 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 Der gewissermaßen gegen alle Kausalität Wunder bewirken kann. Ja. Der eine Sendung hat. Ja. Das wird in dieser Nacht. Genau. Ja, wir sind jetzt am richtigen Punkt. Und zwar geht es wohl darum, dass auch während der Zeit im Lazarett bei Hitler zu beobachten war eine besonders stark ausgeprägte Willenskraft. Das ergibt sich in den Unterlagen, die ich studiert habe für dieses Buch immer wieder. Das war eine Hauptsache, die Forster, wenn ich mir das vorstelle, der leidenschaftliche Arzt, der fast fanatische Arzt, der auch eine übermenschliche Seite bei sich selbst aufrufende Arzt, der also von einem kolossalen Ehrgeiz auch besessen war, trifft nun also wirklich auf einen, bei dem er dasselbe feststellt. Und ich denke, dass die Einwirkungsmöglichkeit des Arztes auf Hitler bei dieser Konstellation eben doch besonders hoch war. Aber das sind Fragen, die ich in dem Buch ja als Laie, als Jurist nicht beantworten kann. Aber immerhin, Sie haben alles zusammengetragen an Indizien.
Ja. Ja. Und wenn jetzt das so ist, wenn es so ist, ja, wie hier die Quellen es ja andeuten, ja, dann war der Hitler in Trance. Ja? Das heißt, ein Mensch hat ganz jetzt sozusagen mit den geliehenen Eigenschaften des Arztes, des Hypnotiseurs und seinen eigenen, ja, hat sich jetzt neu, ja, wie eine, wie, eigentlich kann man nur sagen, wie ein Geschoss, nicht, hergerichtet. Und wenn diese Trance nicht wieder aufgelöst wird durch die fachmännische, professionelle Wiederaufweckung aus der Trance, wenn er am nächsten Tag und in den nächsten Jahren, 15 Jahre lang, in Trance bleibt, dann haben wir das Bild Hitlers. So beschreiben Sie das. So kommt es mir auch vor. Und es ist ja nur ein Indizienbeweis, den Sie antreten. Ja. Wir haben ja keinen Menschen, den wir befragen können. Denn der Forster hat 1933 Selbstmord begangen. Ja. Es gibt ja die Quellen, es gibt ja den Weiß, nicht diesen Roman von Weiß. Denn er hatte vorher seine stenografischen Notizen, dieser fleißige Forster, hat er in Langschrift übertragen, aus dem Lande geschafft nach Paris. Ja, das ist nachher die Folge. Ja. Und einem Freunde von Kafka und Döblin, dem Herrn Weiß übergeben, der das ja auch aufgeschrieben hat. Ja. Und dann gibt es doch eine weitere Untersuchung vom amerikanischen Geheimdienst in Reykjavik, in Island, während des Krieges, wo der Dr. Kroner Aussagen macht. In der gleichen Richtung, auch ein Militärarzt. Ja? Mhm. Nicht? Das heißt, es gibt Zeugnisse. Das sind Zeugnisse. Ich meine, dieser Neville Report aus Amerika ist eines der wichtigsten Dinge, die wir haben. Die Hypnose Hitlers durch Dr. Forster hatte hier eine ganz große Besonderheit. Es war eigentlich eine Doppelhypnose. Ja. Die eine bezog sich auf die Blindheit. Und die andere auf die Schlaflosigkeit. Ja. Das heißt, nachdem Hitler aufstand und sagt, ich kann sie jetzt sehen. Ja. Da sagte er, jetzt setzen wir noch etwas drauf. Genau, ja. Mhm. Und wir werden auch noch die Schlaflosigkeit heilen. Und er hat auf, nach der indirekten Hypnose des ersten Teils eine direkte hinzugefügt. Mhm. Sie, Hitler, können die Augen nicht öffnen. Und selbst wenn Sie sie aufreißen wollten. Das ist eine autoritäre Hypnose gewesen. Diesen Unterschied muss man eben machen, nicht? Die zweite. Gegen die Schlaflosigkeit. Ja. Die eigentliche Form der klinischen Hypnose kann man am besten durch den Ausdruck suggestive Hypnose. Allerdings ist Frau Bertinger damit nicht ganz zufrieden, ist fachlich nicht ganz gerecht, richtig. Aber man kann es so bezeichnen, um einem Leser klar zu machen, was gemeint ist. Hier wird suggeriert, die eigene Willenskraft beim Patienten und bei der zweiten Form wird aufgedrängt und eingetrichtert. Wird die Macht des Arztes genutzt. Ja. Und mit dieser doppelten Hypnose, ein Trance, macht Hitlers Augen wieder sehend. Ja. Die zweite Trance lässt ihn einschlafen, frisch Schlaf bis zum anderen Morgen. Ja. Und jetzt am anderen Morgen ist keine Zeit für die Wiederauferweckung aus der Trance. Da wacht er auf mit seiner suggerierten übermenschlichen Eigenschaften. Er ist jetzt ein Botschafter. Der Botschafter seines Stabsarztes. Ja. Und der allerdings eigene Eigenschaften von Hitler umgebaut hat. Ist ein umgebauter Mensch. Hitler. Und jetzt, wie lange kann so etwas halten? Eine Trance, die nicht aufgehoben wird durch den Arzt, der das fachlich gemacht hat. Ja? Und er hat es nicht professionell wieder aufgelöst. Dann kann das doch lebenslänglich sein. Die Fragen, die ich während der Arbeit vor der Drucklegung an befreundete Fachleute
Ärzte und gerichtet habe, ist in jedem Fall mit einem leichten Schulterzucken beantwortet worden. Es ist auch ewig. Das kann bis zum Tod. Unendlich gehen, bis zum Tod. Bis er sich erschießt, ist er eigentlich in hypnotischer Trance. Ich sehe es so. Ich sehe es so. Wie bei Dr. Mabuse in dem Film von Fritz Lang. Ja, die Macht. Ja, ja, und wie in auch der Untergang, nicht? Und wenn Sie jetzt hier weiter beschreiben, was ist der Grund möglicherweise, dass ein Stabsarzt wie Dr. Forster diese Reorientierungsphase nicht einleitet, also nicht den Patienten professionell aus der hypnotischen Trance wieder auferweckt? Warum ist das versäumt worden? Forster war auf jeden Fall in seinem Fach ein Könner. Er hätte es gekonnt. Ja. Er hätte gekonnt und da es nicht geschehen ist, können es nur äußere Einflüsse gewesen sein, die daran gehindert haben. Das wäre die Turbulenz der Abreise, das ganze Lazarett wird aufgelöst. Ja, der Revolution von 1918. Seine Entlassung, das heißt, er ist nur noch 2 Tage da. Er hätte am Vormittag des 12. und am 13. und am 14. dreimal Zeit gehabt, die Trance Hitlers wieder aufzulösen. Hat er nicht getan. Ja, ja. Kann es vor allem, wir wissen ja nicht ganz genau, in welcher Nacht diese Hypnose stattgefunden hat. Also entweder ein, zwei oder drei Nächte. Ja, in einer von diesen drei Nächten ist das gewesen. Aber es kann auch sein, dass er verliebt ist in das Werk, das er verrichtet hat. Dass die Macht, die ja der Hypnotiseur hat, und hier entfaltet hat und gezeigt hat, indem er auch die Schlaflosigkeit durch Befehl beseitigen kann, das ist doch gewissermaßen dann, dieser Gefreite ist jetzt sein Bote, den er in die Welt geschickt hat, ein Homunculus. Er hat etwas gemacht, einen neuen Menschen geschaffen. Ja, er hat seine Eigensucht jedenfalls und seinen Gottähnlichkeitstrieb, den er zweifellos hatte, der Edmund Forster, hat er befriedigt. Und das war eben das Zeichen, einen Patienten vor sich zu haben, der aus der großen Masse der Übrigen eben durch eine, ja, ich möchte sagen, einfache Art von Beeinflussung zu erreichen war. Also unter Missverständnis von Friedrich Nietzsche fühlte der Forster einen Übermenschen in sich. Ja. Und jetzt hat er noch einen zweiten, einen Zwilling von sich in die Welt geschickt, der sich mehr traut, ohne zu wissen, was daraus wird. Ja. Denn das war ja nicht abzusehen, dass das einmal deutscher Reichskanzler wird. Nein, aber nicht im Geringsten. Es gibt eine Situation während der Hypnose, in der Forster, nachdem er schon Macht hat über den Patienten, ihn in besonderen Stress versetzt, indem er das Thema Frauen aufwirft. Ein Thema, was für Hitler besonders tabu war. Ja, was meiner Erinnerung nach aus vielen Gesprächen, aber besonders tabu in dem Bereich der Hypnose überhaupt ist. Nicht nur bei Hitler, sondern allgemein. Ist immer ein Problemthema. Und jetzt, was antwortet Hitler? Hier ist ja seine Abwehrschranke am meisten gefordert. Und er antwortet. Er bricht die Behandlung ab. Beim ersten Mal. Beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal, da merkt man, dass die Hypnose funktionierte. Ja. Ja? Da hat er geantwortet. Da antwortet er. Und das ist alles in Langschrift von Forster nach Paris gekommen. Ja, er muss seine Aufzeichnungen in Kurzschrift gemacht haben. Muss sie auch in Langschrift übersetzt haben. In welcher Form sie nach Paris gekommen sind, ist nicht mehr festzustellen. Aber es ist so, dass die Akten, diese Aufzeichnungen, also das ganze Dossier, doch sozusagen für sehr gefährlich gehalten wurde. Ja? Von Sertnap, der Machtinhaber. Ja. Von Sertan Hitlers, natürlich. Ja. Und jetzt ist Folgendes gewesen, dass der Reichskanzler, der Hitler vorausging. Ja, das war Herr von Schleicher. Kurt von Schleicher, Und dessen Geheimdienstchef, Ferdinand von Bredow,
Ja. Geheimdienst des Chefs ist nicht richtig. Ministerbüro. Chef des Ministerbüros. Der war ein Zuarbeiter. Dieser von Bredow setzt einen Hauptmann. Patzig. Ja, das war. Und besorgt die Unterlagen aus dem Lazarett. Ja. Pasewag, die werden irgendwo gesammelt. Ja. Die waren gelagert in einem Archiv, was Berliner Krankenbuchlager heißt, das es auch heute noch gibt. Und hier wird jetzt ein Dossier für den Fall, dass man Hitler ein Bein stellen will, ja? Mhm. Nicht? Also dass man ihm etwas entgegensetzen will, gesammelt. Ja, ja. Und der General von Hammerstein, wer ist das? Der General von Hammerstein war damals wohl der Chef der Heeresleitung, also ein hohes Tier. Oberste Befehlshaber. Ne? Und der streitet sich mit seinem Freund von Schleicher, dem Reichswehrminister und gleich darauf dem Reichskanzler, über die Frage, darf man solche Dossiers überhaupt behalten? Er sagt, Ihr Kopf, Herr Schleicher, ist kein Schuss Pulver wert, wenn Hitler an die Macht kommt und Sie haben dieses Dossier in der Hand. Ja. Das ist Sprengsatz. Das ist Sprengsatz, ja. Aber der war leichtsinnig. Er hat dieses Dossier behalten. Ja, nun, warum er das gemacht hat, das, ich meine, Schleicher war ja im Gegensatz zu anderen Koryphäen der damaligen Zeit gegen eine Kanzlerschaft Hitlers. Nicht? Jawohl, ja. Er hat wohl gemauschelt noch und Bündnisse hier angestrebt und da angestrebt, auch mit den Gewerkschaften unter Breitscheid zum Beispiel. Er hatte auch starke Berater, also Sie nennen hier den Zehrer, beschreiben Sie, ja? Ja, der zum Tatkreis gehörte und zu seinen Redenschreibern gehörte. Ja, genau. Das sind ja keine Leute, die naiv sind, ja? Nein. Das wären die Neokonservativen der 20er Jahre gewesen. Ja, richtig. Und jetzt, er hat sich also dieses Dossier bereitet und daran, Sie sagen, man kann nicht ausschließen, dass er daran gestorben ist. Denn 1934 wird ja der Schleicher erschossen. Es gab ja für die damaligen Akteure, gab es ja Gründe, und es gab vorgeschobene Gründe. Und die vorgeschobenen Gründe richteten sich im Wesentlichen gegen Schleicher. Er ist beschuldigt worden, das gegenwärtige Regime in Deutschland beseitigen zu wollen. Und bei von Bredow, der in einem außerordentlich engen Dienstverhältnis zu Schleicher stand, der also Schleicher immer mit der dritten Person noch angeredet hat, ohne allerdings in irgendeiner Form speichelleckerisch tätig zu sein. Herr Bredow kannte alle Regungen, alle politischen, alle gesellschaftlichen, wahrscheinlich auch alle seelischen Regungen von Schleicher. Und ich habe die ganzen Akten durchgesehen, die Bredow als Chef des Ministerbüros, also praktisch als wie beim Anwalt Bürochef, nur mit... Wie Staatssekretär, kann man auch sagen, Man auch sagen, nicht? Ein sehr enges Verhältnis gehabt. Und trotzdem sind gegen Bredow auch nicht ähnliche Vorwürfe erhoben worden damals, vorgeschobene oder auch echte, sind einfach gegen ihn nicht erhoben worden, sondern man hat gesagt, ja, er hat dem Schleicher Kurierdienste geleistet. Dass der Bredow dem Herrn von Schleicher Kurierdienste geleistet hat, nicht den Tod. Wäre selbst nach der damaligen Perversion sämtlicher Begriffe kein Grund gewesen, ihn auf eine derart spektakuläre Art und Weise ums Leben zu bringen. Er wird von Hause abgeholt. Ja? Er streicht seinen Sohn nochmal über den Kopf. Ja, und dann kehrt er nicht wieder, weil er angeblich auf der Flucht erschossen wurde. Er ist einfach direkt erschossen worden. Das hat man damals so gemacht. Man packte die Leute in ein Auto rein und da wurden sie entweder drin erschossen, da gab es einen Fluchtversuch. Sie wurde konnte Auto man gar nicht wieder. Ja, das war...
war auch unter Anlegung strengster Maßstäbe dann gar nicht weiter angreifbar zur damaligen Zeit. Und es ging unter in der Masse der Toten des 30. Juni 1934. Da wird Röhm getötet, also mehrere hundert andere. Und darunter jetzt eben immerhin ein deutscher Reichskanzler und dessen engster Mitarbeiter. Und Sie sagen, dies ist nicht erklärbar, wenn es nicht auch um dieses Dossier ging. Ja. Und Sie erwähnen etwas anderes, was mich sehr gefesselt hat, dass dieses selbe Dossier später gefunden wurde, in Heydrichs Schreibtisch in Prag nach dessen Tod. Das heißt, der Geheimdienstnachfolger. Ja, es sind damals Dinge passiert, die man nach heutiger Beurteilungsweise eigentlich als so fantastisch ansehen muss. Das gibt es gar nicht. Räuberbande. Eine Räuberbande, Die allerdings auch auf allen Seiten existiert. Auch sozusagen die Gegenwehr gegen die Räuber ist dann auch mit Erpressung verbunden. Entsprechend. Also vom Papen hat sein Leben bewahrt, heißt es. Ja. Dadurch, dass er ein Tresor in der Schweiz hatte, wo gefährliche Indiskretionen drin enthalten waren. Wie geht es jetzt weiter mit dem Marinestabsarzt Edmund Forster? Der ist dann bald Professor für Neurologie wurde in Greifswald. Psychiatrie. Ordinarius für Psychiatrie und Chef der Nervenklinik in der Universität Greifswald. Und ist am 11. September 1933 gefunden worden mit einem Revolver, von dem man nicht wusste, dass er ihn besitzt, erschossen. Selbstmord. Ja. Kann sein Selbstmord, kann auch sein Mord. Das ist strittig. Das Ende Forsters wird von den Amerikanern als Mord angesehen. Gestützt auf die Aussage dieses Dr. Kroner. In Reykjavik. Der diese Zusammenhänge kennt, eine Praxis hat in Island. Island ist 1943 von den Amerikanern besetzt. Und dort ist der amerikanische Geheimdienst OSS und macht ein Dossier gegen Hitler. Das ist eigentlich ein Krieg der Dossiers. Schafft Unterlagen herbei. Die amerikanische Marineleitung ist damals davon ausgegangen, dass es wichtig ist, aus maßgebenden Personen der Gegenseite Persönlichkeitsprofile zu haben. Und auch ihre Schwächen zu kennen. War Hitler ein Simulant, im Jahre 1918? Wäre das ein wesentlicher Tatbestand. Wäre gewesen, Ist er immer noch in einer hypnotischen Trance, ist es ebenfalls ein wichtiges Indiz. Ja. Ja. So wird das untersucht. Ja. Sie beschreiben in Ihrem Buch eine konkrete Begegnung auf wenige Sekunden, in der und seine Blickart beobachten konnten. Ja. Ja. Das ist zu dem Zeitpunkt des Anschlusses von Österreich. Kurz danach. Mhm. Die 1000-Mark-Grenze für die Reisen, Ausführung von Devisen, ist aufgehoben. Mhm. Und Sie fahren nach Tirol. Ja. Und auf dem Bahnhof Wörgl hält der Führerzug genau Ihnen gegenüber. Ja, und zwar nicht auf den beiden Gleisen, die durch den Bahnsteig voneinander getrennt sind, sondern auf der anderen Seite. Wo man sich, wenn man den Gegenzug, der ist vielleicht anderthalb oder zwei Meter weg. Ja. Wie geht sowas? Ja, die Züge hielten, mein Zug hielt. Auf dem Gegengleis hielt ein Zug, ich bin immer schon Eisenbahnbegeisterter gewesen, mich hat das interessiert, was das eigentlich für ein erstaunlicher Zug jetzt ist. Jetzt stehen Sie am offenen Fenster und auf dem anderen Fenster auch herabgelassen. Ja, Fenster runtergezogen und im gleichen, es war eine unglaubliche Situation, im gleichen Augenblick der Entfernung wie Sie von mir, zieht also Hitler persönlich mit den beiden Handgriffen sein Fenster und guckt. Und guckt was machen Sie daraufhin? Ich wusste heil mein Führer.
Ja, und der? Eher Heilmann Junge. So mit nach oben gekehrter Hand. Ja. Und verschwand dann vom offenen Fenster nach der anderen Seite, wo die Leute schon gejubelt haben. Jetzt beschreiben Sie hier seine Augen. Ja? Sie sprechen von Delftblau. Was ist das? Diese Porzellanmalereien. Das intensivste Blau, was man sich überhaupt vorstellen kann. Man behauptet ja, dass er einen hypnotischen Einfluss über die Augen gehabt hätte. Gar keine Frage. Er rühmt sich auch öfter. Ja? Einmal sagt er, ich muss jetzt noch heute den norwegischen Ministerpräsidenten hypnotisieren. Ja, ja. Er übte das auch aus. Ja, ja, ja. Und Sie sagen, das deutet auch darauf hin, dass er eigentlich immer noch in Trance ist. Der ist immer noch selbst unter Hypnose. Wie man das auseinanderzuhalten hat, weiß ich nicht. Und ganz sicher ist, dass die Hypnose, die hier angewendet und auch beschrieben worden ist, eine Aufschließung des Patienten zum Übermenschentum, zum Gegenstand gehabt hat. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass in anderen Hypnosen, klinischen Hypnosen heutzutage, überhaupt darauf Bezug genommen wird. Es wird ja Bezug genommen auf die Heiligen. Es wird ausdrücklich Bezug genommen auf Mohammed. In dem Wortlaut der Hypnose. Wenn Sie das Wort Übermensch gebrauchen, das auch sozusagen die alle Einbildungen umfasst. Ja, es gibt ja nicht einen Übermenschen, aber es gibt eine tranceähnliche Verknüpfung von Eigenschaften eines Menschen, die in seiner Natur gehemmt werden. Ja. So dass er viele Jahre lang als devot gilt. Ja. Durchaus, ja, das kann nur so sein. Das ist richtig. Aber der Forster hat dem Hitler ja unentwegt in dieser Stunde indoktriniert, dass er zu wundern fähig ist. Und das hat Hitler ja ganz offenbar übernommen. Denn er spricht ja vom in seinem Wunder. Späteren Leben, da spricht er ja unentwegt von Wunder. Vom Wunder von Pasewalk. Vom Wunder von Pasewalk, genau. Und überall da, wo nach meinen Forschungen, auch Forschungen anderer, eben eine Behandlung und eine genau greifbare Einflussnahme stattgefunden hat, er von dieser Zeit und von den Ergebnissen einer solchen Beeinflussung als Wunder spricht, nicht? Ich persönlich bin überzeugt, dass die posthypnotische Suggestion, gestützt übrigens auf ein oder zwei Wissenschaftler, die Frau Bartinger zitiert, dass die fortbestanden hat bis zum Lebensende. Ich bin, das ist meine Überzeugung. Und ich warte darauf, dass man mich bestätigt oder widerlegt. Das heißt, jetzt als Sie als Autor gefragt, nicht als Wissenschaftler. Ja. Nein. Wenn ein hypnotisch erfahrener Arzt Gelegenheit gehabt hätte, mit Hitler eine Nacht zu verbringen, im Jahr 1938, 1941, hätte er unter Umständen den hypnotischen Trance-Zustand lösen können und einen zur Herrschaft eher unfähigen Mann hinterlassen. So ist es. So ist es. Das ist sehr wichtig. Die Heilung von der Hypnose.